Auf seiner Facebook-Seite erklärt Sebastian Edati, er habe sich nicht strafbar gemacht. Die öffentliche Behauptung, er befände sich im Besitz kinderpornografischer Schriften bzw. hätte sich diese verschafft, sei unwahr. Die Staatsanwaltschaft bestätigt nur so viel, sie ermittelt gegen Edati. Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens sind gestern auch Durchsuchungen von Wohn- und Büroräumen erfolgt. Zu den Hintergründen bzw. Gegenstand des Verfahrens sowie den laufenden Ermittlungen wird die Staatsanwaltschaft Hannover derzeit keine Auskünfte erteilen. Edati hatte am Wochenende überraschend sein Bundestagsmandat niedergelegt, gesundheitliche Gründe angeführt. Er galt als politisches Talent der SPD. Zuletzt hatte er den Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Mordserie der NSU geleitet. In der SPD-Fraktion haben die Ermittlungen große Bestürzung ausgelöst. Die geäußerten Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati wiegen ungeheuer schwer. Ich erwarte von den Ermittlungsbehörden, dass sie diesen Sachverhalt schnell, genau, umfassend aufklären. Seit die Vorwürfe bekannt sind, so die Fraktionsspitze, gebe es keinen Kontakt zu Edati.